So, hallo und herzlich willkommen im Wald bei ein bisschen Mistwetter. Es hat jetzt wieder etwas aufgeklärt. So richtig klar ist natürlich immer noch nicht. Darum bin ich auch gerade so dunkel, weil die Kamera noch nicht damit klarkommt. So, jetzt besser. Ich dachte mir, wir machen ein bisschen historischen Ort. Und geht jetzt schon wieder los? Och Mann. Und zwar historischen Ort im Walde. Und das wäre dann dieser Brunnen hier. Ja, bei dem Brunnen handelt es sich um eine Rekonstruktion eines römischen Brunnens, der wahrscheinlich so ähnlich ausgesehen hat und auch an dieser Stelle wahrscheinlich gestanden hat. Ein Stück weit verstehe ich nicht ganz, also es soll wirklich eine Rekonstruktion sein, aber ein Stück weit verstehe ich nicht ganz, warum sie hier einen Brunnen hingestellt haben, die Römer. Ne? Gehen wir mal davon aus, dass das wirklich alles originalgetreu ist, wenn sie dann doch hier hinten ihre gefasste Quelle gehabt haben. Ne? Also das hier ist original Römer, dieses Loch, original von den Römern. Ich glaube, da hat man auch ein kleines bisschen Erhaltungsmaßnahmen, Erhaltungsmauerchen, Mäuerungen durchgeführt, damit das eben besser instand gehalten wird. Und das war wohl mal wohl irgendwie gefasste Quelle. Ne? Also dass das hier, wenn man so möchte, der Originalbrunnen gewesen ist. Anscheinend ist der Grundwasserspiegel hier in der Region immer noch so niedrig, dass da kein Wasser drin steht. Ich habe Bildmaterial gesehen, da stand hier sehr wohl Wasser drin. Aber vielleicht ist das da, dass da eben kein Wasser drin steht, auch der Grund, warum sie dann hier zusätzlich eben noch diesen Brunnen angelegt haben. Und sollte der Brunnen, wie gesagt, eben genau so hier gestanden haben, von den Römern gebaut, Holzbrunnen kriegen die ja problemlos hin, die haben ja ganz andere Sachen gebaut, dann wäre das schon interessant, weil damit hätten sie dann ihr da hinten die einfache Steintrogquelle, Quellfassung in Anführungszeichen, trocknet aus. Die Quelle liegt ein bisschen tiefer, beziehungsweise der Wasserstand ist etwas tiefer und mit diesem Brunnen hat man das Problem dann quasi automatisch gelöst und kommt trotzdem ans Wasser ran. Ne? Und Tatsache ist, dass der Brunnen sehr wohl eine Quelle einfasst. Ups. Ja, und da muss ich sagen, das finde ich schon eine sehr, 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 sehr schöne Sache, dass sie hier diesen Brunnen hingestellt haben, also rekonstruiert haben, um sich klarzumachen, wie die Römer früher an ihr Wasser gekommen sind. Aber das war jetzt jedenfalls der Brunnen. Der Brunnen ermöglicht also einer großen Zahl von Römern im Jahre 130 nach Christus, ziemlich genau wissen wir das, dass hier einige Römer unterwegs waren, das Leben hier oben auf dem Hochplateau. Ist ganz interessant, dass sie lieber auf dem Hochplateau als im Tal gelebt haben. Und das, obwohl die Böden hier oben für römische Verhältnisse eher karg gewesen sind. Was meine ich jetzt mit römischen Verhältnissen? Naja, der Römer, der hatte wohl schon so ein bisschen was zum Boden aufscharren, aber so einen richtig krassen Pflug, der so richtig tief gepflügt hat, mit einem starken Tier davor, damit man auch große Flächen pflügen konnte, das hatte der Römer in diesem Sinne noch nicht. Das kam dann erst im Mittelalter auf. Das ach so finstere Mittelalter war in vielerlei Hinsicht dann halt doch gar nicht mal so finster. Und da hinten springt das Reh. Hallo Reh, mach's gut. Viel Spaß. Ich hoffe, das Wetter ist nicht allzu sehr gegen dich gerichtet, aber du bist ja wasserdicht. Und so viel dazu. Ich bin hier ganz normal auf Wegen unterwegs. Dass man in dem Rahmen dann mal ein Reh spürt, insbesondere im Herbst, wenn die ziemlich viel unterwegs sind und sehr aktiv sind, da hinten steht's, vergiss das, seht ihr nicht mit der Kamera. Die hat viel zu wenig, also gar keinen Zoom, brauche ich gar nicht versuchen, euch das Reh zu zeigen. Ihr seht, hier gibt's... Also das muss ich mir nachher mal genauer angucken. Seht ihr diesen Baum mit diesen riesigen Blättern? Kann ich gerade nicht zuordnen. Das gehört jedenfalls nicht in den Wald. So gar nicht. Ist das eine Paulownia? Nee, kann nicht sein, oder?
Ich weiß nicht, ich gucke mir das mal nachher an. Egal, jedenfalls haben die Römer hier eben auch und auf dem Plateau unter sehr kargen Bedingungen bei durchaus auch ein paar Höhenmetern hier Landwirtschaft betrieben. Und zwar im großen Stil. Und mit großen Gehöften, auch Villa Rustica genannt, ein römisches Hofgut, bestehend ja aus der eigentlichen Villa, wenn man die so nennen möchte, also einem Herrenhaus. Und ein bisschen Gebiet drumherum, wo es dann sicherlich noch ein paar kleine andere Gebäude gegeben haben wird. Davon sind auch ein paar Fundamente erhalten. Oh, hallo Reh. Heieiei. Also scheinbar wollen die Rehe dahin, wo ich will. Ist ja toll, so viel Reh heute. Ja, und haben dann hier eben Landwirtschaft betrieben. Und tatsächlich sind die Reste dieses römischen Hofgutes, Bauernhofs, wenn man so möchte, sogar wunderbar erhalten. Und ich sehe es jetzt schon, herrlich. Ich will hier schon ewig lange mal hin und freue mich total, dass es jetzt endlich mal klappt. Oh, schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Ja, da kommt Mauer ins Bild. Und da hinten seht ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Gemäuer und Infoschild. So, jetzt gucke ich mich erstmal für mich um und dann schauen wir gemeinsam. So, ich bin soweit, habe mich jetzt ausreichend umgesehen, um ein wenig zu kommentieren, was wir hier an wunderbaren Überbleibseln der tollen Römer so haben. Ne? Die mögen ja gesponnen haben. Aber was sie so gebaut haben, das ist schon bemerkenswert. Ne? Im Gegensatz zu den Hütten von so einem kleinen gallischen Dorf, wo man auf Schilden in der Gegend rumgetragen wird. Also, der Vollständigkeit halber, hinter mir befindet sich die eigentliche Villa, der Villa Rustica. Übersicht. Einmal ein bisschen großformatig das Ganze. Ich kann leider mein Mikrofon nur schwierig umdrehen. Das ist für mich wahnsinnig mühsam, wenn ich ständig im Bild bin, dann nicht im Bild bin und so weiter und so fort. Drum bin ich die ganze Zeit im Bild. Ich hoffe, man erkennt trotzdem, was hier zu sehen ist. Das liegt jetzt nicht an meiner gesunden Portion Narzissmus, dass ich dauernd im Bild sein muss, sondern einfach technische Gründe, weil das ist wirklich mühsam. Das Mikrofon geht nur in eine Richtung von der Tonaufnahme her und ich werde die ganze Zeit am Quatschen sein. Darum bin ich auch die ganze Zeit am gesehen werden im Bild, das wollte ich sagen. Ja, Hintergrund erstmal ein wenig. Wir drehen mal eine Runde über die Anlage insgesamt. Dann kann ich euch mal generell noch ein bisschen was zu einer Villa Rustica erzählen. Also, im römischen System sozusagen für Roms rechtsrheinische Gebiete, also alles in Fließrichtung rechts des Rheines, was den Römern gehört hat, haben sie ja relativ bald zur Sicherung gegen die Barbaren mit dem Limes abgegrenzt. Der Limes ist eine riesige Grenzwallbefestigung, die sich durch entlang der kompletten römischen Grenze im römischen Germanien, Superia Germanica, glaube ich, oder sowas, durchgezogen hat, wo sich eben die Römer eingenistet hatten. Auf der anderen Seite des Limes waren also, wie gesagt, die Barbaren, man beachte hier die Mauer, und die Barbaren waren in diesem Fall hier konkret die Alemannen. Und die Alemannen mochten die Römer nicht so sehr. Und die Römer, die mochten halt die Alemannen nicht so sehr. Weshalb? Das kann man gleich mal vorwegnehmen. Die Anlage hier, die frühesten datierbaren Funde, die man gefunden hat, eben auf 130 nach Christus zu datieren sind und die letzten auf etwa 270 nach Christus. Bedeutet, um etwa 270 nach Christus hat das Imperium Rom ja deutlich an Macht verloren. Schon ein bisschen früher hat es gebröckelt, aber spätestens da war es dann deutlich im Rückzug begriffen. Vielleicht weiß man noch aus dem Geschichtsunterricht, Rom 300 vor Christus bis 300 nach Christus, die Blütezeit des römischen Imperiums, und danach ist das alles zusammengebrochen und hat Europa im Chaos zurückgelassen. Die Völkerwanderungszeit, die Phase, in der die Zivilisation vergessen wurde. Und ich finde das deswegen so faszinierend, gerade auch das Chaos und das
der Zusammenbruch nach den Römern, weil das ist einfach ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Aber ich finde es schon spannend, da Geschichte dazu neigt, sich hin und wieder zu wiederholen. Wir hatten eine hochtechnologisierte Hochzivilisation, die in Gesamteuropa wirklich das Beste vom Besten gewesen ist. Und alle, die da nicht mitgemacht haben, waren primitiv und irgendwie halt Barbaren von draußen, die auch irgendwie überlebt haben. Aber sowas wie eine Klospülung hatten die hinten und vorne noch nicht. Ja, auch Medizin wahrscheinlich ein ganz anderes Level, Landwirtschaft ein ganz anderes unteres Level, was die Römer alle schon gehabt haben, hatten die Alemannen noch lange nicht. So, und diese Hochzivilisation, diese moderne Welt der Römer ist trotzdem, und wir wissen bis heute nicht exakt warum, zusammengebrochen. Und was folgte, war quasi die Postapokalypse, die Postzivilisationswelt der Völkerwanderungszeit, wobei da nicht ganze Völker in der Gegend rummarschiert sind, sondern halt viele Gruppen. Und keiner konnte mehr all das bauen, was die Römer bauen konnten. Der relativ hohe Lebensstandard, zumindest in Rom oder anderen zivilisierten römischen Städten, ist verloren gegangen und wir sind quasi wirklich in eine Phase des Vergessens der Technologie in gewisser Weise hineingerutscht. Ne? Bis dann eben in der Renaissance die ganzen antiken Technologien wieder ausgebuddelt wurden und man sich dann an das eine oder andere wieder erinnert hat. Aber ich bin ja kein Historiker, ich finde nur die Idee, dass der Hybris einer hochtechnologisierten, weit fortgeschrittenen Gesellschaft, das Nonplusultra zu sein, eben durchaus scheitern kann. Und wenn es scheitert, danach eben eine Phase, in der ja zum Beispiel sich der Wald massiv erholt hat, gefolgt ist. Das sehen wir hier heute noch. Wir stehen hier im Wald. Im Wald stehen wir hier, seit die Römer weg sind. Ja, als die Römer noch hier waren, gab es hier noch keinen Wald. Es mag auch sein, dass es zwischendurch mal durchaus auch mal wieder keinen Wald gegeben hat, spätestens als dann im Mittelalter hier auch dann deutlich wieder wohlgemerkt gesiedelt wurde. Da darf man schon von ausgehen, dass auch hier wahrscheinlich mal der Wald noch weg war oder zumindest sehr dünn gewesen ist, aber ich finde das schon wirklich, wie gesagt, wahnsinnig faszinierend. So, zurück zum Limes. Der Limes, also der römische Grenzwall, der verlief nicht exakt hier. Wir befinden uns im Hinterland des Limes. Das ist ja auch Absicht, weil der Limes sollte ja dafür da sein, dass die Alemannen nicht einfach hier, wo wir jetzt stehen, hinkommen können und hier den Hof plündern. Ja? Jetzt ist der Hof nicht ganz einfach zu plündern. Er hat eine Mauer, wie man so schön sehen kann. Und das ist schon ein gewisser Schutz, der erstens vor wilden Tieren schützen sollte, dass die einfach die Felder nicht umbuddeln, was so ein Schwein zum Beispiel ja ganz gerne macht. Ein Hirsch holt sich auch mal durchaus ein bisschen was auf dem Feld wächst, wenn er das dann kann. Und das war so ein bisschen die Idee, dass das wilde Tiere fernhalten sollte, je nachdem, woher der Besitzer, der jeweilige Besitzer des Hofs, das wurde verpachtet, das hat also wahrscheinlich mehrere Besitzer im Laufe der Zeit gegeben, ja mit Sicherheit, niemand ist so alt geworden. Das waren zum Teil echte Römer, die aus Italien stammten, möglicherweise, ja, muss nicht zwingend, oder vielleicht stammten sie auch aus Frankreich oder woher auch immer, wo sich die Römer überall rumgetrieben haben, aus Aventium, die Schweiz, römische Provinz der Schweiz, beziehungsweise das, was heute die Schweiz ist, wo früher die Römer waren, der Teil sozusagen, da könnten sie auch her gewesen sein. Aber soweit wir das überhaupt rekonstruieren können und Tacitus glauben können, der römische Geschichtsschreiberling, der so ein bisschen auch Fake News verbreitet hat, aber eben nicht nur, deswegen ist es schwierig, fanden die Römer Germanien gar nicht mal so schick und hatten hier Angst, insbesondere in unseren schrecklichen Wäldern und scheußlichen Sümpfen. Und wenn das einigermaßen dem Zeitgeist entsprach, was wir heute nicht mehr rekonstruieren können, dann ist es nachvollziehbar, dass sie hier gerne eine Mauer um ihren Hof drumherum hatten, um sich eben ein wenig zu schützen. Aber mehr noch als der Schutz vor wilden Tieren war eben der Schutz vor Plünderern wichtig, weil der Limes, der Grenzwall, der die Barbaren draußen halten sollte,
war in mehreren Ausbauphasen am Anfang einfach nur eine Schneise im Wald mit Wachtürmen. Die Wachtürme waren nicht dafür da, zu verhindern, dass jemand über die Schneise im Wald drüber läuft, sondern einfach dafür da, dass entdeckt wird, wenn die Alemannen oder sonstige Barbaren über die Schneise im Wald drüber laufen und gerade das römische Imperium betreten. Dann schlägt der entsprechende Wachturm Alarm, jemand saust los oder man brüllt von Wachturm zu Wachturm, schwenkt die Fahne, kocht Erbsensuppe, das war Asterix, was auch immer die Römer dann gemacht haben, um zum nächsten Turm zu kommunizieren, bis dann von den Türmen das nächste Kastell alarmiert wurde. Die Kastelle lagen direkt hinter dem Wall, noch ein bisschen weiter weg von den Türmen, aber doch nah genug am Wall, dass aus dem Kastell dann je nach Ausstattung des Kastells eine Gruppe berittener Soldaten oder eben noch nicht berittener Soldaten ausrücken konnte, um den Barbaren wahlweise und je nach Epoche und je nachdem, wo man sich gerade am Limes befindet, den Weg abzuschneiden oder sie im Imperium zu stellen und natürlich alle abzumurksen, selbstverständlich, ja. Während diese eben versuchen, bis in der nächsten Schicht sozusagen, also Limes hier, Kastell da, Villae Rusticae, mein Latein ist ein bisschen eingerostet, aber das ist Plural für Villa Rustica, standen hier. So, ne? Und bis hier, da wollten die Barbaren hin, weil hier gibt es was zu fressen und Schmuck und was halt noch so alles gab, ne? Handys. Kann ein Barbar gut brauchen. Und hier, wie gesagt, Kastell und da hinten Limes. Also bis dahin musste er erstmal kommen, aber das ist wohl vorgekommen. Und wenn man hier im Grenzgebiet gesiedelt hat, in dem wir uns hier halt nun mal befinden, dann musste man auch damit rechnen, dass die Barbaren hier mal aufkreuzen, weshalb eben diese ganzen Höfe alle eine gewisse Befestigung aufgewiesen haben, damit die Barbaren nicht ganz so schnell plündern können und vielleicht ein Stückchen lange draußen bleiben müssen, bis sie dann mal doch reinkommen. Und bis dahin möglicherweise die Jungs aus dem Kastell schon angekommen sind und dann gibt es kleine Barbaren, also gehackte Barbaren, so in die Richtung. Nicht kleine Barbaren im Sinne von Paarung mit den Barbaren. Wobei es das auch gegeben haben soll und am Schluss dann ja sowieso die Römer zum Teil genetisch übrig geblieben sind in Form von, ja, die sich halt einfach, nur sie ist halt Barbaren hier, haben auch hübsche Frauen, so in dem Stil assimiliert haben mit den Barbaren, wenn man das so nennen möchte. Fände ich alles, wie gesagt, unglaublich faszinierend, macht mir großen Spaß, über die Römer nachzudenken, auch wenn ich nochmal kein Historiker bin, wer einer ist und hier grobe Schnitzer in meinen Ausführungen feststellt und damit so gar nicht einverstanden ist, der schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, da lerne ich gerne was dazu, aber auch nur grobe Schnitzer, ja, wenn ein winzig kleines Detail nicht hundertprozentig richtig ist, ja meine Güte, ja, ich hoffe, dass da können dann alle Beteiligten damit leben. So, ja, also, und wie gesagt, hier ein befestigter Hof. Und dieser Hof war eine komplette landwirtschaftliche Einheit. Bedeutet, hier gab es Vieh, hier gab es Garten, hier gab es Feld. In der Ummauerung dürfte mit Sicherheit auch mal das Vieh untergebracht worden sein. Ja, das ist heute schwer, auch wieder schwer rekonstruierbar. Aber mindestens auch das Vieh untergebracht worden sein. Das hier ist ein wichtiges Teil, dazu kommen wir gleich. Und gleichzeitig bot sie natürlich Schutz für zusätzliche Gebäude, wie dieses da. Das Hauptgebäude da hinten. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da hinten ist es. Und eben wahrscheinlich noch ein paar simple Holzbauwerke, möglicherweise eben noch ein Stall. Was genau das da gewesen ist, irgendein Wirtschaftsgebäude, vielleicht meistens hatten die ein Steinfundament und waren dann in Fachwerkbauweise errichtet, also sprich aus Holz der Rest, Holz-Lehm-Verkleidung mit Fachwerk ist hoffentlich ein Begriff. Das ist, man nimmt Äste, flechtet die Äste, legt diese Äste quasi als dünne Wand zwischen tragende Holzbalken, also massive tragende Holzbalken, dann ein dünnes Astgeflecht dazwischen und die Äste klatscht du dann zu mit Lehm,
ja, oder Ton oder sowas in die Richtung und machst dir dann quasi eine Mauer dadurch, dass das eben durch die feinen Äste an Ort und Stelle gehalten wird, und wenn das getrocknet ist, dann hebt das auch gut und das lässt sich zur Not auch nochmal reparieren, sollte das mal irgendwann abbröckeln und so weiter und so fort. Fachwerkbauweise hat man auch im Mittelalter eingesetzt, das konnten die Römer natürlich auch schon. Wer weiß, wo sich die Mittelaltermenschen abgeguckt haben, ne? Aber das ist jetzt eine böse Unterstellung. So, gehen wir noch ein bisschen nach da drüben. Ja, und die Fundamente sind also das Einzige, was hier aus Stein gewesen ist. Vermutlich beim Hauptgebäude, bei der eigentlichen Villa, in Villa Rustica, da sieht das anders aus. Da dürfen wir davon ausgehen, dass da das gesamte Gebäude aus Stein bestanden hat, was im Mittelalter quasi unvorstellbar teuer gewesen wäre und ein großer Luxus oder eine Kirche war für die Römer im Prinzip ein erweiterter Bauernhof. Ja. So, und um diesen aus der Villa, durchaus auch ein prunkvolles Gebäude, sollte auch was hermachen, die Wirtschaftsgebäude drumherum, die Umfriedung, sprich der Wall, die Mauer, je nach Reichtum der Villa Rustica, war das eine Holzpalisade oder halt eben das eine Steinmauer oder eine Kombination aus beiden, auch wieder Fundament, möglicherweise noch irgendwas Hölzernes draufgebaut, also Fundament aus Stein, das soll es wohl auch gegeben haben. Ja, und theoretisch könnte man dann eben mit der Mauer das Ganze auch ganz gut verteidigen. Es soll wohl auch ganz vereinzelt, habe ich gelesen, weiß nicht, was da dran ist, welche gegeben haben, die dann sogar noch Abwehrtürmchen an der Mauer hatten, wo man dann auch noch drauf hätte stehen können und respekteinflößend aussehen bzw. Pinum schmeißend die Barbaren abwehren. Pinum ist ein Speer. Ne? So, jedenfalls, ach, das ist ja krass, wie riesig das ist. Man beachte hier, da hat es auch so ein paar Mauervorsprünge. Hier muss also nochmal irgendein Zusatzgebäude gewesen sein. Vieles bleibt im Dunkeln. Man kann an diesem Ort nicht alles rekonstruieren, von dem man Fundamente gefunden hat. Das ist schlicht nicht möglich. Da fehlen die Informationen und der Fundbestand. Weil wir müssen uns ja vorstellen, das Ganze hier ist zugrunde gegangen, als eben die Barbaren kamen. Die Barbaren haben es angezündet, aber Vermutungen gehen dahin, dass die Römer ja schon wussten, dass sie die rechtsrheinischen Gebiete nicht mehr halten können. Als der Limes beziehungsweise aufgegeben wurde, er wurde aufgegeben, er ist jetzt nicht eingenommen worden oder sowas in die Richtung, haben die sich ja gezielt zurückgezogen. Die sind also woanders hin, die sind abgezogen, bis auf die, die eben die Barbarinnen schick fanden. Ne? Und das bedeutet, dass man das meiste, was man hatte, mitgenommen hat. Weshalb aus der Zeit, als das hier angezündet wurde und dann die Barbaren endgültig da waren und geplündert und gebrandschatzt haben, gemordet wahrscheinlich nicht, weil keiner mehr da war zu morden, außer vielleicht die, die auf die Barbarinnen, ne? Aber lassen wir das mit den Barbarinnen, sondern ja, da blieb nicht mehr allzu viel übrig. Und deswegen, eben weil die Fundlage dürftig ist bei Villa Rustica, die geplant verlassen wurden, wissen wir da eben nicht allzu viel drüber. Ne? Aber ja, als das Ding jedenfalls noch stand, war es eine in sich geschlossene landwirtschaftliche Einheit. Ein kleines, nachhaltiges, in sich funktionierendes, Überschüsse produzierendes System. Dass es Überschüsse produziert hat, ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Aspekt der Funktionsweise von Villa Rustica, nämlich die Überschüsse waren ja für was gut. Und im konkreten Fall hat man mit den am Limes oder hinterm Limes liegenden Höfen schlicht und ergreifend den Limes versorgt. Weil die ganzen Türme, die ganzen Kastelle, die ganzen Legionäre, die da ihr Wesen getrieben haben, die mussten ja auch was essen. Ja? Und dafür brauchte es halt einfach zur direkten Legionärsversorgung die Bauernhöfe und landwirtschaftlichen Einheiten, nenne ich sie jetzt einfach mal, hinten dran. Ne? Jeder, der mal ein Strategiespiel gespielt hat, so ein Computer-Videospiel, sowas in die Richtung, Videospiel ist glaube ich der Fachbegriff, bei dem man eine Mauer hat, an der Mauer Bogenschützen
und irgendwelche Einheiten, die da halt eben den Feind abwehren sollen, weiß, dass man hinten dran im Regelfall noch irgendwelche Landwirtschaft zu haben hat, braucht und zwar immer schön hinter der Mauer und nicht vor der Mauer, weil sonst, wenn die Feinde kommen, klöppeln sie dir jedes Mal deine Landwirtschaft kaputt und dann musst du wieder neue Landwirtschaft aufbauen und kannst die Landwirtschaft auch nicht verteidigen. Drum ist hinter der Mauer immer eine bessere Idee. So, und jetzt habe ich übrigens eben gesagt, der Limes, je nach Ausbaustand, war das einfach eine Schneise im Wald. Ja, später gab es da schon auch eine Mauer, eine Palisade aus Holz. Ja, aber später, am Anfang war es wirklich mal nur eine Schneise. Gut, ja, das heißt, die Römer hatten auch schon eine Form von Düngung entwickelt. Sie konnten also Felder wieder auf Vordermann bringen, wenn diese nicht ganz so ertragreich waren. Und das hat dazu geführt, dass sie auch Böden, die von zum Beispiel den Barbaren noch gar nicht hätten bewirtschaftet werden können, so wie hier, durchaus schon so weit bewirtschaften konnten, dass sie genügend Ertrag für sich selbst, also die Bewohner von dem Ding, plus die Mitarbeiter von ja, vielleicht dem Ding da hinten und eben ein paar Legionäre von, ich glaube da, ich bin mir nicht sicher. Zu unterstützen hatten. Und das ist dann so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen. Ja. Und ich hoffe, das langt an der Stelle. Und wenn nicht, dann langt es jetzt trotzdem, weil jetzt machen wir hier einen Cut und schauen uns Details der Anlage im zweiten Teil an, wo wir dann eben auf besagte auch ein wenig mehr eingehen. Ich hoffe, das ist so in Ordnung, aber ich muss genügend Adventskalenderteile zusammenkriegen. Daher bis morgen, macht's gut!